Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und ja, ich habe mal wieder ein Tutorial für euch. In diesem Film geht es allerdings nicht um die Fotografie, es geht auch nicht primär um Photoshop, es geht um ein Plugin. Und zu diesem Plugin, da schulde ich euch eigentlich schon lange ein Tutorial bzw. eine Erklärung. Es geht um das Plugin von der Firma Topaz Labs und zwar will ich euch heute meine Einstellungen verraten, die ich meistens nutze, sowohl beim Plugin von Topaz Labs Detail, aber auch Clarity. Ja, das sind die zwei Hauptplugins, die ich nutze und die ich euch wirklich nur empfehlen kann. Ich werde ein bisschen in dem Video ausholen, will euch das ziemlich genau erklären, weniger technisch, sondern eher mit der Entscheidungsfindung, wann, wie, warum ich es einsetze. Und daher lehnt euch zurück, schaltet mal ganz kurz für die nächsten 10 Minuten alles ab, konzentriert euch und versucht einfach mal den Weg, wie ich ihn nutze, auszuprobieren bei euren Bildern und dann könnt ihr entscheiden, ob das etwas für euch ist oder nicht. Gut, das Wichtigste zuerst, es sind zwei Plugins, wie gesagt, Topaz Labs heißt das Unternehmen und das eine Plugin heißt Detail und das andere heißt Clarity. Ja? Und die kann man beide nutzen, diese Plugins. Sie haben aber unterschiedliche Wirkungsweisen und da kommen viele durcheinander. Topaz Detail ist ein Plugin, um Details zu betonen und den Eindruck von mehr Schärfe, mehr Bilddetails zu generieren. Topaz Clarity ist sowas wie ein bisschen HDR-Programm, also man gleicht die Tiefen und die Lichter an. Dadurch entsteht eine gemalte Bildwirkung, fast schon so ein bisschen wie von Photomatix, ein bisschen Tone Mapping. Also es ist was anderes. Ja? Und diese Plugins arbeiten mit ihren eigenen Algorithmen und das können wir nicht mit Photoshop nachbauen. Es gibt da draußen viele Schnapsnasen, die sagen, ja, ich habe es 1:1 nachgebaut, dieses Plugin. Ja, das denken die auch, ja, weil sie den Unterschied nicht erkennen. Also man kommt schon ähnlich ran, aber eben nicht gleich und es dauert viel zu lange, ist alles zu kompliziert. Und ganz ehrlich, dieses Plugin, das kostet gerade mal 30 Euro eins, ja. Das kann sich sogar ein Student leisten, ja. Also da gibt es keine Entschuldigung, wer das haben möchte, der bekommt es auch. Und ich bekomme auch keinen Cent für diese Empfehlung, schon gar nicht auf Deutsch, ja. Jetzt müsst ihr mal gucken unter dem Video, schreiben bestimmt viele Amis wieder so, in English please, no, sorry, I will do this in German language, yes. Also, deswegen kriege ich eh nichts, ja, weil Topaz Labs, die verstehen das eh nicht. Okay, also, womit fangen wir an? Wir wechseln jetzt mal auf meinen Desktop und, müssen wir die Kamera ein bisschen tiefer stellen, so. Wir wechseln mal auf meinen Desktop und ich fange mal an mit dem Plugin Topaz Detail. Ja? Also ihr seht jetzt hier Topaz Labs, ja, da sind mehrere Plugins drin. Ich glaube, ich habe die anderen noch nicht mal aufgehabt, ey. Topaz Detail 3, den nehmen wir jetzt mal. Und ich sage es immer wieder auf meinen Seminaren, ein Grund, warum dieses Plugin wahrscheinlich so günstig ist, ist die Vorschau. Die Vorschau ist absolut Schrott. Also mein Rechner, der pfeift jetzt auch im Hintergrund, ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Die Vorschau ist Schrott, ja, die ist total verpixelt am Anfang. Also ich zeige es euch mal, guck mal, so sieht es aus. Erkennt ja kein Mensch, was hier passiert. Deswegen muss man näher ranzoomen. So, wir gehen mal näher ran auf etwa ja, 50%, gehen wir mal ran und dann sehen wir auch einen Vor- und Nachher-Vergleich. Ich habe jetzt schon die Einstellungen hier drin, wie ich sie immer nutze und jetzt schaut mal, ich arbeite überwiegend mit den kleinen Details und eigentlich weniger mit den mittleren und so gut wie gar nicht mit den großen. Je mehr ihr mit den mittleren und mit den großen arbeitet, umso eher sieht dieses Plugin auch so ein bisschen aus wie unscharf maskieren und Hochpass. Also ich nehme jetzt mal hier ein bisschen mehr die feineren Details und dann spielt dieser Filter für mich und dieses Plugin eigentlich so seine Vorzüge aus. Ich nutze nicht die Presets an der Seite. Dazu habe ich auch mal eine Frage vor einiger Zeit von Scott Kelby bekommen, der mich gefragt hat, welches Preset ich nehme. Er nimmt immer Bold irgendetwas, aber es sieht komisch aus. Und ich habe ihm dann auch gesagt, also ich nutze nicht diese Presets, sondern genau diese Kurve oder diese Einstellung, wie ihr jetzt hier an der Seite seht. Die Werte sind jetzt nicht so wichtig, aber viel kleine Details, ein paar mittlere und ganz wenig große. So, und dann wenden wir das Ganze mal an und schauen mal, wie das aussieht. Wir zoomen mal etwas näher ran und dann werdet ihr sehen, die Aufnahme hat viel mehr Details, viel mehr Schärfe, viel mehr Struktur.
Und das ist eben sehr speziell an dem Ganzen. Und ihr könnt noch gerne ein bisschen übertreiben. Also diese Filter, die bilden sich ja an, dass man auch da mal richtig drüber rotzt. Aber man muss aufpassen, es rauscht auch sehr schnell, ja. Also nicht übertreiben, gerne ein bisschen mehr als notwendig, aber nicht zu extrem übertreiben. Also das war Topaz Detail. Mehr gibt es dazu auch erstmal nicht zu sagen. Wirklich nur das Wesentliche und das Wichtigste. Jetzt gehen wir mal in Topaz Clarity und schauen uns den mal an. Und nochmal, ich wiederhole, es war ein Filter zum Angleichen der Tiefen und der Lichter. Das geht in der Zwischenzeit ja auch schon sehr gut oder seit 2012 etwa mit Photoshop, mit RAW, indem man die Lichter runterzieht und die Tiefen hoch. Aber Topaz Clarity geht da nochmal einen ganzen Schritt weiter. Schaut mal ganz kurz, ich habe jetzt hier auch mal meine Einstellungen. Ihr seht, ich habe die Mikrokontraste ganz nach rechts und die mittleren und die hohen Kontraste nach links. Und genau das könnt ihr mal ausprobieren. Das ist jetzt maßlos übertrieben, aber wir können ja später noch die Deckkraft reduzieren. Ja? Ich sage auch immer, lieber mal in diesem Dialog ein bisschen übertreiben, dass man auch was sieht und später dann die Deckkraft rausnehmen. Ja, und das ist quasi der Vorher-Nachher-Vergleich. Also man sieht, es sieht jetzt gemalter aus und das liegt natürlich auch daran, weil jetzt das Unterbewusstsein denkt oder der Mensch denkt jetzt, ja, das sieht nicht mehr fotografiert aus, ne? Weil so viele Details da sind. Und jedes Mal, wenn etwas nicht fotografiert aussieht, denken wir, es ist gemalt. Ja, weil wie soll es denn sonst anders entstehen? CGI vielleicht noch, ja, also am Computer generiert. So, ich wende es jetzt mal an. Das ist so ähnlich wie Tiefenlichter in Photoshop, nur viel extremer, viel gemalter. Es ist dennoch anders. Wer von NIX Software Color Effects hat, der kann den Detail Extractor ausprobieren. Der ist ähnlich. Ja, aber wie gesagt, nur ähnlich. Also viele sagen, der ist gleich oder da schiebe ich in Lightroom den Klarheitregler nach rechts, das sieht genau gleich aus. Sieht es nicht gleich aus. Ja? Die Leute denken das, ja? Weil sie den Unterschied nicht erkennen. Aber es ist nicht das Gleiche. So, gucken wir mal, vorher, nachher. Schwupp und nachher. Vorher, nachher. Ja, das ist schon cool. Ja? Und jetzt rotzt man noch den Detail-Filter drüber. Und dann schauen wir mal, was da rausgekommen ist. Also nochmal. Optimal diese Plugins, um Details zu gewinnen, mehr Details zu generieren im Bild, HDR-lastiger, gemalter die Bilder wirken zu lassen. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, ich nutze das immer nur dezent am Ende, nie zu extrem. Ich sehe es jetzt schon kommen, die Leute sehen meine Videos und ja, die sagen dann, der Kelvin hat gesagt, ich soll da drüber rotzen. Also drauf. Nein, nicht übertreiben. Geht es wirklich mal dezent an. Ihr müsst auch erstmal die passenden Bilder finden, wo diese Technik funktioniert. Ja? Ich meine, wenn ihr jetzt so ein 16-jähriges Mädel nimmt und dann die Filter darüber rotzt, die sieht ja aus wie 50. Ne? Das bringt ja auch nichts. So, jetzt gucken wir uns mal den Vor- und Nachher-Vergleich an. Also, Original und nachher. Original und nachher. Also manchmal, dadurch, dass das Bild flacher wird, weil die Tiefen und Lichter angeglichen werden, kann es schon mal vorkommen, dass ich vielleicht dann noch ein bisschen mit Dodge and Burn rangehe. Das heißt, die Ränder des Bildes ein bisschen abdunkle und vielleicht würde ich ihn jetzt im Gesicht vielleicht hier noch ein bisschen aufhellen. Da kann man dann noch so ein bisschen Tiefe reinbringen. Aber hey, schaut mal, guck mal, vorher, nachher, vorher, nachher. Und nochmal, der Typ da jetzt, ja, das ist ein Darsteller übrigens von den Wasteland Warriors, da könnt ihr mal danach googeln, die sind echt cool. Der bietet sich natürlich an für so eine Technik. Ne? Und da kann man dann auch wirklich drüber rotzen, wie ich immer sage. Das klingt total, aber ihr wisst, was ich meine. Weil der Typ ist ja schmutzig, ist ja keine Beauty-Retusche. Ja? Dennoch, nochmal, geht die Sache entspannt an. Ihr müsst immer die richtigen Beispielbilder finden. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, ein falsches Bild habt, funktioniert es nicht. Bei Landschaftsaufnahmen kann es auch gut funktionieren. Ich denke auch bei Architektur. Aber alles, was eben sauber und clean wirken soll, glaube ich, passt dieser Look nicht ganz so arg oder diese Plugins. Ihr müsst es einfach mal probieren. Gut, das war es auch schon. Ich hoffe, das passt jetzt alles hier für euch. Ich hoffe, es war interessant. Ihr kennt jetzt meine Einstellungen bzw. grob, worauf ich Wert lege. Spielt gerne ein bisschen mit herum. Ergänzt gerne noch unter dem Video eure Einstellungen. Vielleicht habt ihr noch ein paar ergänzende Tipps. Aber kommt bitte nicht mit,
Das ist das Gleiche, wenn ich in Lightroom den Klarheitsregler hochziehe. Ja? Es ist anders, wirklich. Genau. Der Erste, der das schreibt, muss einen ausgeben, gell? Sag ich schon. Ich lese die Kommentare durch. Gebt den Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr Fragen habt, kommentiert einfach. Wenn ihr denkt, dass dieses Video hilfreich ist, dann postet es gerne auch auf eurer Facebook-Seite. Vielleicht gibt es noch andere, die das interessiert. Das ist kein Geheimnis. Wir helfen uns alle gegenseitig. Und dann hoffe ich, dass wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. In diesem Sinne, bis dann.